Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Jetzt haben wir die Mathematikvorlesung abgeschlossen. In den letzten zwei Videos haben wir ja nur gesprochen über komplexe Zahlen, wie man damit rechnet, was das ist überhaupt und so weiter. Jetzt stellt sich schon langsam die Frage, ich dachte, wir sprechen über Wechselstrom. Wozu brauche ich da komplexe Zahlen? Ja? Wechselstrom schaut ja ganz normal aus. Ich nehme jetzt einfach die Spannung als Beispiel. Ja, wir haben ja gesagt, okay, sinusförmige Wechselgrößen. Es geht jetzt um sinusförmige Größen. Das haben wir die Formel U von T. Ja, wenn ich die Spannung hernehme, ist U Dach, die Amplitude, ja, Spitzenwert, mal Sinus Omega T plus an Phi U. Ja, das war unsere Formel. Ja. Gut. Und wie helfen mir jetzt die komplexen Zahlen? Schauen wir sie das an. Ja. Eine komplexe Zahl, ja, Z, hat ja sein können Z mal Cosinus Phi plus J Z mal Sinus Phi. Schau das an. Sinus, irgendein Wert, der Betrag der komplexen Zahl, irgendein Wert, der Scheitelwert, da haben wir einen Sinus, das passt irgendwie zusammen, wenn das Phi da vielleicht das da oben ersetze. Das heißt, ich kann hier ja eigentlich sagen, hey Moment, das ist der imaginäre von meinem U-Dach, Betrag, ja, mal e hoch j und jetzt das da, die haben wir natürlich Omega t plus Phi u. Das ist der imaginäre Teil dieser komplexen Zahl hier. Das ist der Teil, ja, imaginäre Teil, ist ja genau das sogar. Okay, und hier, das können wir noch ein bisschen zerlegen, ja, weil da können wir sagen, Imaginärteil von U Dach mal e hoch j Omega t mal e hoch j Phi u. Ja, multipliziert, addiert, haben wir ja gehabt beim Rechnen, gell? Habe ich jetzt so zerlegt. Gut, ja, haben wir das eigentlich irgendwie in Einklang gebracht, gell? Die Schwingungen und die komplexe Größe, indem ich einfach nur den Imaginärteil betrachte. Wir haben das ja mal ja gehabt. Da, schau uns das an. Da haben wir ebenfalls, da haben wir das Wurzel 2 noch drin gehabt. Das Wurzel 2 war ja nachher bei sinusförmigen Größen, was war denn das? Das war ja U Dach, ja? Der Spitzenwert war ja Wurzel 2 mal U. Ja, schreiben wir das nur mal an, ja, mit dem U dieses Mal, das wieder genauso ausschaut wie da drüben. U von T ist also der Imaginärteil von Wurzel 2 mal U, das ist das U-Dach, ja, und jetzt drehe ich das um, E hoch J Phi U, ja, mal E hoch J Omega T. Schauen wir uns das nochmal an. Das da, ja, war die Formel. Das ist jetzt, schaut jetzt genauso aus. Ja, also Wurzel 2 mal effektive. Und da habe ich hier einen Zeiger eingezeichnet, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt 0 und der hat einen Phasenwinkel Phi U gehabt. Das ist das da. Das habe ich da eingezeichnet. Ja. Das ist diese Zahl, ja. Das da. Schauen wir uns das an. Dieser Teil da, das ist das U Unterstrich. Das ist U mal E hoch J Phi U. Ja. Das ist genau dieser Zeiger hier. Ja. Das ist eine komplexe Zahl. Da ist keine Abhängigkeit mehr von der Zeit. Da ist nichts mehr.
Ja, das ist einfach eine komplexe Zahl. Faktor Wurzel 2, okay, dass man vor dem, das ist nämlich der sogenannte Effektivwertzeiger da. Wir haben keine Abhängigkeit mehr von der Zeit. Wir haben eine komplexe Zahl, die gilt zu einem Zeitpunkt 0, den ich normalerweise frei wählen kann. Ja? Und der, die komplexe Zahl hat einen gewissen Betrag und einen gewissen Winkel. Das ist das. Ja? Und das E hoch J Omega T, das bringt mir, dass das sich anfängt zu drehen, dass dieser Winkel hier immer mit der Zeit immer größer wird, mit einer gewissen Winkelgeschwindigkeit Omega, ja, rotiert es und betrachten tue ich den Imaginärteil, also den Teil auf der imaginären Achse, und dann habe ich nämlich wirklich den Sinus da drinnen. Das ist alles. Ja. Also ich mache praktisch den Schmäh, dass ich mir nur den Teil auf der imaginären Achse ansehe von einer komplexen Zahl, und ich sage, die komplexe Zahl rotiert. Ich betrachte die komplexe Zahl aber nur zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt 0. Und damit habe ich eine komplexe Zahl, die eine fixe Zahl ist. Und das J Omega D, schauen wir uns das an, was mit dem passiert. Schauen wir uns an, was mit dem passiert, wenn wir das berechnen. Nehmen wir als Beispiel das Ohmsche Gesetz. Also ich sage jetzt zum Beispiel Ohmsches Gesetz. Weil das ist ja wichtig, ne? Wie lautet das Ohmsche Gesetz? Das Ohmsche Gesetz lautet U ist R mal I. Und das gilt natürlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Das heißt, ich habe mein U von T ist gleich. Dann habe ich natürlich mein R, ja, mein Widerstand R mal I von T. Ja, und jetzt mache ich den Schmäh da. Ja, jetzt sage ich, pass auf, das ist ja der Imaginärteil von Wurzel 2 mal U. Ja, Unterstrich schreibe ich das mal. Ich schreibe nicht das Video da, sondern schreibe gleich Unterstrich, effektive Zeiger, mal E hoch J Omega T ist gleich. Und da drüben bleibt man stehen, R mal, und dann nehme ich genauso den Imaginärteil, Wurzel 2, nur diesmal halt den I, ja, E hoch J Omega T. Ja. Und jetzt sage ich, Moment mal, jetzt habe ich eine Beziehung zwischen den Imaginärteilen hergestellt. Hm? Welche Beziehung haben dann die Realteile zueinander? Die gleiche. Ja? Also wenn der Imaginärteil R mal so groß wird, muss der Realteil genauso R mal so groß werden. Ja? Das gilt also nicht nur für Real, für Imaginärteile, sondern auch für Realteile. Und wenn es für beide gilt, dann gilt es für die ganze Zahl. Ich verallgemeinere diese Sache nämlich dann und sage, ich lasse den Imaginärteil einfach weg, weil das muss sowieso für die ganze Zahl gelten. Das gilt ja für die ganze Zahl. Das heißt, eigentlich kann ich es gleich schreiben, Wurzel 2 U Unterstrich E hoch J Omega T ist gleich R mal Wurzel 2 I Unterstrich E hoch J Omega T. Und jetzt, was jetzt? Ja. Tschüss, 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 tschüss. Was übrig bleibt, ist der effektive Zeiger U ist R mal den effektive Zeiger I. Ich habe nirgendwo irgendwelche speziellen Annahmen getroffen. Ich habe nirgendwo gesagt, unter der Voraussetzung das und was weiß ich was. Ja, das gilt also ganz allgemein. Ich kann also meine ganzen Naturgesetze, mein Ohmsches Gesetz, meine Kirchhoffschen Maschen, egal. Ja, ich kann meine ganzen Gesetze hernehmen, kann statt den normalen Gleichstromgrößen die Effektivwertzeiger einsetzen. Es geht übrigens auch mit Spitzenwertzeiger, aber üblicherweise verwendet man Effektivwertzeiger. Ja, und rechnet es aber, muss halt dort die komplexe Zahl. Und dann ist es halt so, wie wir hier aufgezeichnet haben. Ja, dann ist halt, da gibt es einen U-Zeiger, da gibt es einen I-Zeiger, die rotieren wie wild, das Rotieren, das sehen wir gar nicht, weil wir es nur praktisch zu einem gewissen Zeitpunkt anschauen, wie ein Foto.
Ja? Und das ist halt der Zeitpunkt Null, sondern den kann ich aber frei wählen im Endeffekt. Normalerweise, ich muss nur aufpassen, dass ich jeden Zeiger zur gleichen Zeit einzeichne. Ja? Nicht den Spannungszeiger zu der Zeit und den Stromzeiger zu der Zeit. Das geht natürlich nicht. Ja? Aber es ist schon so, also wenn man jetzt das zum Beispiel hört, U ist R mal I, dann würde praktisch der I und der U gleich liegen, weil das R ist ja nur, R hat Winkel 0. Ja? Das kann man auch als komplexe Zahl ansehen, aber R hat einen Winkel 0. Und das heißt, der Winkel von dem I plus 0 ergibt, ist der gleiche Winkel. Das heißt, der Phi U und der Phi I ist in dem Fall gleich. Okay? Beim Ohmschen Gesetz. Beim Ohmschen Gesetz gilt das. Und das R eben keine komplexe Größe ist. Ja, wir werden andere Sachen kennenlernen, da hat das R auf einmal, da hast du dann nicht mehr R, sondern da hast du halt nachher Z. Ja? Werden wir schon sehen. Ja? Aber das ist jetzt der Konnex. Wir rechnen jetzt praktisch mit den komplexen Größen. Wir stellen uns vor, die komplexen Zeiger rotieren hier mit dem Omega T. Wie gesagt, das kürzt sich aber weg. Ganz nett, normalerweise. Und ich kann einfach mit den komplexen Zeigern da rechnen. Und im Hintergrund rechnet sie praktisch diese Sinuswelle ganz automatisch, weil am Schluss kann ich mir vorstellen, ich mache nur den Imaginärteil und sehe dann in Sinus, wie ich ihn habe. So, komplexe Darstellung von Sinusgrößen. Jetzt wissen wir, warum wir das praktisch angewandt haben, komplexe Größe. Was das jetzt bedeutet für einen Wechselstromkreis, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Ja? Das nächste Mal werden wir sprechen über die Berechnung im Wechselstromkreis. Jetzt wissen wir, okay, wir dürfen das so machen. Das nächste Mal schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wie schaut das aus mit einem Widerstand, mit einem Kondensator, mit einer Spule? Wie schauen die Kirchhoffsregeln aus und so weiter? Ohmsches Gesetz haben wir abgehakt. Ja, also, nächstes Mal rechnen, Berechnung von Wechselstromkreisen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.